Für uns als Grundschule ist es sehr wichtig, Verbraucherthemen zu unterrichten, damit die Kinder sich von Anfang an mit Themen auseinandersetzen und nicht alles die Werbung für bare Münze nehmen, sondern kritisch werden und sagen, okay, darüber muss ich jetzt mal nachdenken. Ich glaube, es ist wichtig, Verbraucherbildung vor Ort an Schulen zu etablieren. Und dazu braucht es, glaube ich, so ein Netzwerk, dass der Austausch stattfindet, dass Schulen inspiriert werden, motiviert werden. Ich glaube, das stärkt die Schulgemeinschaft, das stärkt den Blick für Verbraucherbildung an den Schulen vor Ort. Das ist wahnsinnig wichtig. Die Verbraucherschule ist das einzige bundesweite Angebot für Schulen zur Verbraucherbildung. Mehr als 530 Schulen mit Tausenden von Schülerinnen und Schülern nutzen die Unterstützung. Damit sie auch in Zukunft darauf zählen können, muss die Bundesregierung jetzt die Finanzierung sicherstellen. Vor allem die Materialien haben mir in meiner persönlichen Arbeit, ich betreue ein Förderprojekt, immer sehr viel weitergeholfen, weil ich mir einen groben Eindruck machen konnte, was möglich ist, methodisch, und was in Schulen eingebracht werden kann. Und vor allem davon ausgehe, dass diese ganzen Materialien doch geprüft sind und man sich auf die verlassen kann. Ich bin der Meinung, dass Verbraucherschule wichtig ist, weil Schüler und Schülerinnen praktisch die Zukunft sind. Die Verbraucherschule bestätigt uns in unserer Arbeit. Uns ist es wichtig, Schülerinnen und Schüler zu erreichen, sie zu zukunftsfähigen Menschen zu erziehen und bereit zu machen, Verantwortung zu übernehmen für sich und für die Gesellschaft. Die Verbraucherschulen sind das Netzwerk, das uns dabei unterstützt.